ich werde jetzt selber nicht mehr so direkt viel mit Jugendlichen tun, jetzt vielleicht an der Jugendstelle noch, sondern halt mehr so auf einer Ebene sein, wo man ja Interessenvertretung macht gegenüber Staat, Kirche, Gesellschaft. Und da einfach zu gucken, dass Jugendarbeit eine gute Zukunft haben kann, auch genügend finanzielle Mittel da sind, dass Jugendarbeit einfach auch angesehen wird als ein wertvoller Teil von Kirche und von missionarischem Kirche sein. Und das auch immer wieder zu betonen, dass man da einfach immer wieder die Stimme erhebt und die Jugend einfach nicht vergisst. Für ihn als neuen Präses bedeutet das zuallererst mal ganz banal, Räumlichkeiten und Leute kennenzulernen. In der BDKJ-Geschäftsstelle und bei den Mitgliedsverbänden ist Anfang September noch Urlaubsflaute. Zeit, um sich auf das neue Amt vorzubereiten. Im Oktober wird Dominik Zitzler 35. Seit seiner eigenen Ministrantenzeit in Bad Wörishofen ist er in der Jugendarbeit aktiv. Und als Jugendseelsorger im Dekanat Neuburg-Schrobenhausen war er beruflich mittendrin. Er hat mit der Pfarrjugend von Hörzhausen das Ferienprogramm organisiert, Rom-Wallfahrten unternommen, Jugendgruppenleiter ausgebildet, im Zeltlager Jugendgottesdienste gefeiert und einiges mehr. Die Kirche, so sagt er, muss für die Jugendlichen gastfreundlich sein. Das heißt, einladend zu sein, sie einfach einladen mitzumachen, das einfach mal zu sehen, kennenzulernen, mit der Welt des Glaubens einfach auch mal in eine ganz andere Welt einzutauchen, eine Welt, in der es auch stiller zugeht als vielleicht sonst, wo andere Dinge vielleicht wichtiger sind, die sonst zu kurz kommen, weil ich das, glaube ich, schon spüre, dass da eine große Sehnsucht auch da ist und ein großes Bedürfnis, solche Orte, solche Begegnungsräume auch mit Gott zu erleben und einfach gastfreundlich zu sein, ihnen eine Heimat zu bieten in unserer Kirche. Heimat bieten, das trifft es. 25.000 junge Menschen waren in den letzten Jahren in den Jugendverbänden aktiv. Sei es nun bei Kolping, den Pfadfindern oder bei der Landjugend. Dass diese Zahl konstant geblieben ist, darauf ist Pater Christoph Lenz am Ende seiner knapp 5-jährigen Amtszeit als BDKJ-Präses schon ein wenig stolz. Was mich noch mehr gefreut hat, ist, dass so in den letzten Wochen meiner Tätigkeit ich in Gesprächen auch von der Bistumsleitung gehört habe, dass durch die Visitationen in den Pfarreien ein Bischof, ein Generalvikar, andere Verantwortliche sehen, welche wichtige Rolle die Jugendverbände in den Pfarreien spielen. Das hat mich nochmal bestätigt in meiner Wahrnehmung, dass Jugendverband in der Pfarrei ein ganz wichtiges Pfund ist und dass es für Jugendliche ein Raum ist, wo sie wachsen und reifen können und mit Kirche in Kontakt sein können. Weil ich glaube, dass viele Jugendliche, die bei uns in den Verbänden aktiv sind, nichts mehr mit Kirche zu tun hätten, wenn es den Jugendverband nicht gäbe. Besonders gern denkt er an die 72-Stunden-Aktion im Jahr 2013 zurück. Innerhalb von 3 Tagen haben 150 Jugendgruppen im ganzen Bistum soziale Projekte bewältigt, kräftig mit angepackt und gezeigt, was die katholische Jugend drauf hat. Für mich persönlich war das absolute Highlight letztes Jahr unsere Simpert-Vesper. Wir hatten mit Pater Norbert Becker ja dieses Projekt Simpert-Vesper im Bistum Augsburg, weil es uns als BDKJ wichtig war, den Bischof Simpert, der ja Patron der katholischen Jugendarbeit im Bistum Augsburg ist, nochmal mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Also neben Ulrich und Afra fällt er immer so ein bisschen hinten runter. Und Norbert Becker hat eine wunderbare Vesper komponiert, die wir letztes Jahr im Oktober mit 500 Menschen in der Simpert-Kirche in Augsburg, ich sag mal, uraufgeführt haben. Und das war eine sehr bewegende Feier und ein ganz, ganz tolles, lebendiges Fest des Glaubens. Aber auch im Kleinen, jeder einzelne Gottesdienst, jede Begegnung mit Jugendverbandlern auf Wochenenden, auf Schulungen, war für mich immer sehr, sehr bereichernd. Da, wo ich Glauben mit Jugendlichen teilen und feiern konnte, das waren ja Feste und Highlights in meiner Tätigkeit. Tagtäglich unterwegs, unzählige Termine, Besprechungen, jahrelang. Jetzt wird es ruhiger und anders. Auch für einen so quirligen und jugendlichen Typen wie ihn tickt die Uhr. So ist Jugendarbeit. Außerdem braucht sein Provinzial ihn wieder in Friedberg in der Palutinerzentrale. Als Novizenmeister ist er nun für die interne Ausbildung zuständig. Er darf also auch wieder seine Glaubensbegeisterung an Jüngere weitergeben. Außerdem soll er ab nächstem Jahr auch das Pastoraltheologische Institut der Palutiner leiten. Ein geregelter Tagesablauf, mehr Zeit für Geistliches, aber auch Freizeit, abends mal ins Kino, Sport, darauf freut sich der 43-Jährige, der aus tiefster Überzeugung Palutiner wurde. Bei der Suche nach einem Nachfolger beim BDKJ hat Pater Christoph Lenz gezielt Dominik Zitzler ins Gespräch gebracht, der bereit war für die Kandidatur und im März auch gewählt wurde. Meinem Nachfolger, dem Dominik Zitzler, worüber ich mich sehr freue, dass er mein Nachfolger ist, wünsche ich, dass er eine Liebe für die Jugend sich behält. Ich habe den Dominik als Jugendpfarrer in Neuburg-Schrobenhausen erlebt und er hat einfach ein Herz für die Jugendlichen, das habe ich gemerkt. Und ich wünsche ihm, dass er sich das behält.
BDKJ, Diözesanpräses sein, ist eine andere Arbeit als Jugendpfarrer in einer Region zu sein, weil man mehr in Gremien ist. Man ist eigentlich Funktionär und trotzdem hat man ganz viel mit Jugendlichen zu tun. Und da wünsche ich dem Dominik, dass er den nötigen langen Atem hat, mit den Jugendlichen im Weg des Glaubens oder auf dem Weg des Glaubens unterwegs zu sein, aber auch, dass er in den Gremien, wo er die Jugendverbandsarbeit vertritt, mit einem gewissen Selbstvertrauen und einem, ja, einer gewissen Standhaftigkeit einfach so unsere Verbandsideale vertritt und die Jugendarbeit, die uns als BDKJ wichtig ist, weiter nach vorne bringt. Dominik Zitzler wirkt auf den ersten Blick so ganz anders als sein Vorgänger. Ruhiger, doch der Schein trügt wohl. Für die Jugendarbeit legt er sich mächtig ins Zeug. Und ein bisschen sitzt ihm auch der Schalk im Nacken, wie man im Gespräch schnell merkt. Ein Ja-Sager ist er offenbar nicht. Ich denke, der BDKJ ist auch so ein, ja, ich sage jetzt mal, prophetisches oder kritisches Element. Das ist auch ganz gut und das gehört auch mit zur Jugend dazu, dass man einfach auch, ja, von außen vielleicht auf manche Dinge schaut und da einfach auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht gut laufen, auch manchmal kritisieren kann. Also das ist eine wichtige Aufgabe, denke ich. Das sichert auch die Zukunft von Jugendarbeit. Also ein bisschen rebellieren ist okay. Ein bisschen rebellieren ist okay, aber wir können natürlich alle zur Kirche dazu. Aber in der Kirche soll man ja auch selber denken. Deswegen hat uns Gott auch das Hirn gegeben und das soll man ja einsetzen. Und ich glaube, eine ehrlich gemeinte, ich sage jetzt mal so liebevoll geäußerte Kritik ist auf jeden Fall gut. Das braucht jeder. 3 Tage die Woche ist Dominik Zitzler nun immer für den BDKJ unterwegs. Den Rest der Woche arbeitet er auch weiterhin als Jugendseelsorger in Schrobenhausen. An der Basis sozusagen. Nur noch Lobbyarbeit wäre auch nicht gut. Bleiben wir gespannt, was wir in den nächsten Jahren noch von ihm hören werden.